Herzlich willkommen zum Unitag, dem Studieninformationstag der Technischen Universität Dresden. Hier im Hörsaalzentrum sind an diesem Tag normalerweise ganz viele Stände aufgebaut und viele Menschen unterwegs. Heute werden stattdessen notwendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Hier präsentieren zum Unitag die Fakultäten ihre Studiengänge. Das Studentenwerk informiert über Wohnmöglichkeiten und die zentrale Studienberatung gibt Tipps, wie man sich gut für ein Studium entscheiden kann. Und Sie informieren sich, Sie stellen Fragen, lassen sich inspirieren und schnuppern schon mal Uniluft. Diesmal ist alles anders. Aufgrund der Corona-Situation findet der Unitag dieses Jahr virtuell statt. Also um genau zu sein, findet er sogar an 4 Tagen statt. Die TU Dresden hat mit 54 grundständigen und 70 weiterführenden Studiengängen ein so großes Studienangebot, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Daher haben wir uns entschieden, Ihnen heute, am 16. Mai, einen Überblick zu geben sowie übergreifende Themen zum Studium zu präsentieren. Am Samstag, den 6. Juni, können Sie sich über die Studiengänge aus dem Studienbereich Mathematik und Naturwissenschaften sowie aus dem Studienbereich Medizin informieren. Am Samstag, den 13. Juni, stellen sich die Studienbereiche Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Studienbereich Lehramt vor. Am Samstag, den 20. Juni, können Sie die vielfältigen Studiengänge des Studienbereichs Ingenieurwissenschaften und des Studienbereichs Bau und Umwelt kennenlernen. Alle Informationen zu den einzelnen Tagen finden Sie auf unserer Webseite tu-dresden.de/unitag. Wir informieren darüber hinaus auch über die sozialen Medien auf unseren Kanälen bei Facebook, Instagram und Twitter. Über unsere mobile Unitag-App können Sie sich Ihr eigenes Programm zusammenstellen. Die Adresse lautet tu-dresden.de/app-unitag. Heute geht es also unter anderem um die Studienorientierung und die Studienwahl, um die Bewerbung und um Bewerbungsfristen, um Studienvoraussetzungen und den Numerus Clausus. Bei den Themen Auslandsstudium und Auslandspraktikum kommen unter anderem Studierende zu Wort, die sich gerade im Auslandssemester befinden, zum Beispiel in England, Kenia, den USA oder Schweden. Für internationale Bewerberinnen und Bewerber gibt es spezielle Informationen auch auf Englisch. Sie können sich außerdem über das Thema Studienfinanzierung informieren, also alles rund ums BAföG, um Stipendien, Stiftungen, Begabtenförderungswerke oder zum Beispiel das Deutschlandstipendium. Das Studentenwerk bietet eine Menge Informationen rund ums Wohnen, wie Sie zum Beispiel eine Wohnung finden, einen Wohnheimplatz oder auch ein WG-Zimmer. Das inklusive Studium ist natürlich auch ein wichtiges Thema, also wie Personen mit Beeinträchtigungen an unserer Uni gut studieren können. Auch die familienfreundliche Universität wird zur Sprache kommen. Und schließlich haben wir Beratungsangebote für Eltern, wie sie ihre Kinder bei der Studiensuche und Auswahl unterstützen können. Wenn Sie uns hier an der TU Dresden zum Unitag besuchen würden, kämen Sie an ganz vielen verschiedenen Ständen vorbei. So ist es auch heute, aber virtuell. Wir haben zahlreiche Videos auf YouTube und auf unserer Webseite, die Sie sich jederzeit anschauen können. In Webinaren können Sie live unseren Studienberaterinnen und Studienexperten lauschen und anschließend in Chats Ihre Fragen stellen. Von 10 bis 15 Uhr stehen die Studienberatung in einem Chat und das Service Center Studium per Telefon und E-Mail für Fragen zur Verfügung. Zum Unitag gibt es normalerweise an den Ständen manchmal auch kleine Dinge zum Mitnehmen. Das ist digital ein bisschen schwieriger, aber wir haben uns trotzdem etwas für Sie ausgedacht. Den ganzen Tag über können Sie an einem Quiz des Akademischen Auslandsamts teilnehmen, bei dem es sogar kleine Preise zu gewinnen gibt. Außerdem nehmen wir Sie mit auf eine virtuelle Videotour über den Campus. Per 3D-Rundgang können Sie sich ein Wohnheim anschauen oder eine Mensa von innen. Die meisten Angebote sind nicht nur heute verfügbar, sondern Sie können auch später nochmal darauf zurückgreifen. Wir wollen unser Angebot verbessern, damit Sie sich jederzeit gut informiert fühlen. Wenn Ihnen der Unitag gefallen hat oder auch wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen haben, freuen wir uns hier über Ihr Feedback.
Genug der einführenden Worte. Nun soll es losgehen mit dem virtuellen Unitag der TU Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, machen Sie sich schlau und vielleicht sehen wir uns auch an einem der nächsten Unitage im Juni.